They're on. Where's Rob? Voice drop. Rob ran. Der Rest des Teams versucht, ihnen den Weg abzuschneiden. Das bedeutet, Sergeant Ross und ich verfolgen jetzt allein die Jugendlichen, die eventuell bewaffnet sind. Wir haben eine. Oft ist bei Schießereien nicht klar, wer Freund und wer Feind ist. Also achten wir darauf, dass man uns erkennt. Klar, ist nicht gerade dezent. Ich hatte damit nichts zu tun. Warum seid ihr denn alle davongelaufen? Weil alle gelaufen sind. Was heißt das? LBCG. Long Beach Crip. Ohne Geld ist alles sinnlos. So alt war meine Mutter, als sie gestorben ist. Den muss ich mir merken. Wieder werden die Verdächtigen auf Gang-Tattoos untersucht. Aber die beiden sind älter und haben Erfahrung mit Ausreden gegenüber der Polizei. Wofür steht das G? Für Gemeinschaft? Was heißt das? Es heißt Old Fallen Park. Gegend, Gemeinschaft, Gruppe. Oder Verbündeter der Fallen Park Crips. Ich erschieße keine Leute. Ich wurde selbst dreimal angeschossen und mein Bruder wurde auf der Straße getötet. Dort drüben, wo meine Großmutter lebt. Die Tattoos sind fürs Leben, das ist klar. Aber die Schuhe musst du nicht tragen. Da geht es um den Ruf. Das meine ich ja. Du bist noch aktiv. Das ist mein Leben. So läuft das auf der Straße. Ich meine ja nur, du könntest damit aufhören, die Farben zu tragen. Versuch, da rauszukommen und erzähl ihnen dasselbe wie uns gerade. Mach ich doch. Du musst was tun, nicht nur reden. Mach mich nicht irre. Ich habe mal daran geglaubt. Auch wenn es für euch keinen Sinn macht. Ich habe nichts Schlimmes vor. Ja, aber die. Nein, nicht hier. Die Polizei kann die beiden nicht verhaften, nur weil sie Gang-Tattoos tragen. Also machen sie ihnen das Leben schwer und zeigen ständige Präsenz auf der Straße. Nur so scheint es zu funktionieren. Es scheint so, als würden eure Anstrengungen nie belohnt werden. Finden immer mehr Jugendliche Gefallen an dieser Art von Gewalt? Ich denke, unsere Arbeit zahlt sich auf alle Fälle aus. Egal, ob wir einen aus der Gang rauskriegen oder 100. Ich denke, die Stadt braucht eine Einheit wie uns. Und nicht nur St. Louis. Was hier passiert, passiert überall. Von Beginn an schockierte mich das Alter der Gangster in St. Louis. Man hat den Eindruck, dass es ein normaler Abschnitt im Leben eines Jugendlichen hier ist. Ich mache mich auf den Weg zu einer Schule, an der es ein Programm gibt, um die Kids aus den Gangs rauszuholen. Es wird von Kabir Muhammad geleitet, einem Moslem, der selbst Gangmitglied war. Dieser ganze Müll über das Gangleben. Ihr müsst das nicht tun. Scheiß drauf. Fuck you. Ich versuche, euer Leben zu retten. Es gibt Leute, die mich deswegen töten wollen. Und dann gibt es da diese Musik und diese beschissenen Videos.
Aber ich verändere mich nicht. Denn so sieht es verdammt nochmal aus. This is straight, raw to the fucking point. Man kann die Wahrheit akzeptieren und leben, oder man verleugnet sie und stirbt. Muhammad schlägt brutale Töne an, aber nur so hat er Erfolg. Die Bloods sind Arschkriecher. Big Bloods, Little Old Trace. Alles Gangnamen. Und nur darum geht es. Mit Bleistift geschrieben, wie 14-jährige Jungs das in der Schule eben machen. Nur Crips verwenden das hier. Bloods waschen sich wohl nicht die Hände. Scheiß auf die Bloods. Genau diese Gedanken sollen den Jugendlichen hier ausgetrieben werden. Aber sie werden schon sehr früh mit der Gangkultur konfrontiert. Ein mühsamer Kampf. Aber Leute wie Kabir Muhammad können etwas bewirken. Zumindest unternimmt jemand etwas. Wir wollen eure Meinung darüber, warum sich junge Leute Gangs anschließen, auch wenn sie dabei sterben können. Fangen wir mit dir an, Blood. Ich bin nicht bei den Bloods, aber ich glaube, dass Menschen in Gangs denken, dass sie zu etwas dazugehören. Wenn zum Beispiel deine Mutter auf Crack ist oder so, da fühlt man sich dann irgendwie aufgehoben und möchte dort dazugehören. Erzählt von eurem Umfeld. Ich komme aus dem Osten, von St. Louis. Gangster Disciples. Vice Lewis. Mein Onkel wurde dort getötet. War er in einer Gang? Ja. Er ging gerade die Treppen runter und da wurde er niedergeschossen. Ich war in meinem Zimmer und die Kugeln kamen durch mein Fenster. Ich weiß nur noch, dass er am Boden lag und überall Blut war. Dann wurde ich wieder in mein Zimmer geschickt. Wie alt warst du? 7. Wann wusstet ihr, dass in eurer Nachbarschaft Drogen im Umlauf sind? Meine Großmutter hat mir erzählt, dass ich sie im Winter immer besuchen kam. Es war Dezember und draußen lag eine Menge Schnee. Ich fiel hin, nahm eine Handvoll Schnee und sagte zu meiner Oma, Mama isst das immer. Sie sagte, dass sie nie gewusst hat, dass meine Mama auf Crack ist. Die milchgesichtigen Jungen aus Muhammads Kurs haben mich eher traurig gemacht, als mir Angst eingeflößt. Nach einer Woche in St. Louis habe ich immer noch das Gefühl, dass ich die echten Gangster, die Chaos und Verwüstung in der Stadt anrichten, noch nicht gesehen habe. Also treffe ich Jason Hampton, der sich als Mitglied der Bloods einen Ruf als brutaler Gangster aufbaute, als die Gang in St. Louis um ihr Revier kämpfte. That's the alley right there. Allein in dieser Gasse haben viele Verbrechen stattgefunden. Sehr viele. Was für Verbrechen? Schießereien, Raubüberfälle, Autodiebstahl. Alles, was man sich vorstellen kann. Und es passierte hier in diesen zwei Straßen. Siehst du die kleinen Löcher da? Ja, sehe ich. Das sind Einschusslöcher. Hier ist eins. Hier auch. Und hier. An der Tür sind noch ein paar. Die wird gerade gestrichen. Waren das Drive-by-Shootings? Nein, die sind von da hinten gekommen. Ist da der Feind? Der Feind kommt von da gegenüber. Zu Fuß oder mit dem Auto. Hinter den Häusern da. Es handelte sich um einen klassischen Territorialkrieg. Jasons Gang wollte den Drogenhandel in diesen Straßen weiterhin kontrollieren. Wer kauft die Drogen? Woher kommen die Leute? Von überall. Aus St. Charles, aus Springfield, aber auch von außerhalb. LKW-Fahrer gabeln eine Nutte auf und bringen sie hierher. An meinem ersten Schultag hatte ich $800 in der Tasche. Ich hatte Schmuck, Geld, alles. So sind wir damals an Geld gekommen. Wofür steht das hier? VIP, V-Dot. Das ist der Typ, der bei einer Verfolgungsjagd mit der Polizei draufgegangen ist. VIP steht für Blood in Frieden. 31 ist einfach der Block hier. Aber Trey Ace klingt natürlich besser. Trey ist 3. VIP Bimp ist noch ein Typ, der getötet wurde.
Wenn ihr könnt, fragt die Leute mal nach ihm. Er war eine Bedrohung für die Gesellschaft. Hast du viele Freunde verloren? Nein, das ist die positive Seite. Seit es die Bloods gibt, sind nur 3 Mitglieder getötet worden. Geradeaus? Nein, da führe ich Krieg mit 2 Jungs. Wirklich? Das hier ist die einzige Gegend, in der ich rumfahren kann. Wir waren also nur da, wo du sicher bist. Überall ab hier kann ich nicht hin. Ehrlich, ich bin 25 und kann nicht darüber gehen.